Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Disney Premier Valley. Eigentlich wollte ich jetzt mit Gaston weitermachen, aber ich schnapp mir gerade ganz, ganz schnell Mirabelle, weil die eine Quest für mich hat, wofür ich das rote Capybara brauche. Und das rote Capybara ist noch bis 18 Uhr da, von mir aus gesehen. Und das möchte ich jetzt gerade ausnutzen, weil ich mit Mirabelle für den Sternenpfad rumhängen muss. Wo ist die Olle denn jetzt? Mirabelle! Ja, wo muss ich hin? Zeig's mir doch! Du Dusselkopf. Ja, weil Mirabelle möchte nämlich. Ja, da komme ich nicht durch. Mirabelle möchte nämlich Fotos für Antonio machen und dafür brauche ich die Capybaras. Hola, Mine. Ich möchte etwas Besonderes für meinen Cousin Antonio machen. Kannst du mir dabei helfen? Oho, Antonio, der mit den Tieren spricht? Wie kann ich helfen? Nun, ich vermisse ihn in letzter Zeit sehr. Daher habe ich mir gedacht, ich schreibe ihm und erzähle ihm von den coolen Tieren auf der Insel der Ewigkeit. Es wäre aber noch aufregender, ihm Bilder der Tiere zu zeigen. Zusammen mit mir. In der Naturfotografie werden normalerweise keine Menschen fotografiert. Okay, aber ich will Antonio zeigen, dass ich sie wirklich alle gesehen habe. Einige der Tiere sind so unglaublich, dass er denken könnte, die Fotos seien Zeichnungen, wenn ich ihm keine Beweise liefere. Ich hab's, wir brauchen unwiderlegbare fotografische Beweise. Ganz genau. Welche Arten von Tieren mag Antonio? Oh, er mag alle Tiere. Vögel, Jaguare, Esel, Schmetterlinge, Ratten. Löwen und Tiger. Die würden ihm gefallen. Aber es gibt eins, das ich auf jeden Fall dabei möchte. Und davon gibt es im wilden Dschungel eine Menge. Du brauchst nichts mehr zu sagen, das klingt wie ein Job für meine Kamera. Toll! Mir ist aufgefallen, dass auf der Insel der Ewigkeit fünf verschiedene Arten von Chigurios gibt. Oh, das muss der spanische Name für Capybara sein. Sie sind überall zu finden. Antonio liebt sie wirklich sehr. Besonders seinen Freund Chipsy. Wenn du einen Freund von mir mit jedem dieser Capybaras machen könntest, würde Antonio das bestimmt toll finden. Klar, lass uns zusammen abhängen. Fünf Bilder von Mirabelle mit Capybaras für Antonio, fokussieren wir uns darauf. Verstehst du? Weil die Kamera. Ach, vergiss. Vergiss es. Lass uns das machen. Okay, hey, übernimm bitte. Super. Wir sind für dich da. Ja, ich wollte halt eigentlich. Ja, lass uns abhängen. Komm mit. Eigentlich hatte ich vor, jetzt mit Gaston weiterzumachen, aber das Capybara ist halt gerade. Ist das in der Lagune? Ich glaube, das ist in der Lagune, gell? Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Das Capybara ist halt nur heute da. Und das ist nur einmal die Woche da. Und ich versuche schon seit, ja, Wochen, fast schon Monaten, dieses blöde Capybara zu finden, zu bekommen. Ich habe es auch heute schon gefüttert. Da ist es. Sechs. Ja, super. Weil die anderen kann ich einfach alle als Begleiter nehmen und dann zählt das auch. Und die anderen habe ich alle. Mir fehlt halt wirklich nur dieses eine Capybara. So, hier ist das klassische Capybara. Zählt das auch, wenn ich das so mache? Ja, das zählt auch. Ich liebe übrigens die Pose, die mein Charakter dabei macht, wenn das Capybara dabei ist. Dieser Blick zu Mirabelle. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Mein Charakter hat das Capybara gestreichelt. Dann bin ich ja einfach nur froh, dass ich das jetzt, ja, dass ich die Quest jetzt dann soweit ha dann auch habe. Mit dem Roten im Hintergrund. Cool. Weil ich muss nämlich noch mit Mirabelle eine halbe Stunde abhängen für den Sternenpfad und ich hätte jetzt ehrlich gesagt keine Lust gehabt, da nochmal bis nächste Woche zu warten. Oh mein Gott, das hat ein Herz auf dem Kopf. Süß. Süß. Okay. Antonio will die Bilder, die du gemacht hast, wird die lieber. Antonio wird die Bilder, die du gemacht hast, lieben. Aber einige dieser Capybaras sahen ein bisschen hungrig aus. Ich frage mich, ob wir versuchen sollten, sie zu füttern. Was glaubst du, ist ihr Lieblingsessen hier? Gemüse, irgendein Fünf-Sterne-Gericht, offensichtlich geschmolzener Schokoladenlavakuchen. Gemüse. Das ergibt Sinn, aber welche Art von Gemüse? Wenn wir das Lieblingsessen der Capybaras herausfinden und sie füttern können, kann ich das in meinem Brief an Antonio erwähnen. Er will bestimmt wissen, ob sie wie die zu Hause sind. Es muss auch jemanden geben, der viel Zeit im wilden Dschungel verbracht hat und weiß, was sie mögen.
Füttere einen Kapibara mit seinem Lieblingsfutter. Optional frage jemanden, der viel Zeit im wilden Dschungel verbracht hat, was die Kapibaras gerne fressen. Ja, ich weiß, was die mögen, aber wir fragen trotzdem einmal Rapunzel. Kommst du mit? Ja, gut. Wie gesagt, das rote Kapibara habe ich schon gefüttert und das wird wahrscheinlich nicht zählen, wenn ich das jetzt nochmal fütter. Deswegen suchen wir uns einfach ein anderes Kapibara. Hi! Herr Rapunzel, du hast eine Menge Zeit im wilden Dschungel verbracht. Hast du die Kapibaras hier schon kennengelernt? Ja, sie sind so süß. Ich habe versucht, mir Namen für sie alle auszudenken. Pascal, Maximus, Eugene. Eugene wäre ein perfekter Name für ein Kapibara. Aber ich nehme an, du bist nicht nur vorbeigekommen, um mir zu helfen, Kapibaras zu benennen. Eigentlich versuche ich, Mirabelle bei etwas zu helfen. Mirabelle ist so witzig. Ich habe mich gerade mit ihr darüber unterhalten, wie es ist, in einem Haus mit so vielen Familienmitgliedern aufzuwachsen, anstatt... Naja, du weißt schon. Ach egal, wofür brauchst du meine Hilfe? Hast du schon herausgefunden, was das Lieblingsessen der Kapibaras ist? Oh, ja. Ich habe versucht, sie mit allen möglichen Dingen zu füttern. Aber was sie am meisten lieben, ist Kohl. Toller Tipp. Ich werde versuchen, sie mit Kohl zu füttern. Ich wünschte, ich könnte meinen Begleiter füttern. Kapibara, da ist dein Kapibara. Das ist einfach aufgetaucht. Hier, guck mal, kriegst Kohl. Freu dich darüber. Erstmal ein Stückchen trinken. Super. Sprich mit Mirabelle. Hallo. Die Kapibaras lieben Kohl. Antonio auch. Besonders Mamas Repello Gusiado. Hilfst du mir, meinen Brief an ihn fertig zu schreiben, Mine? Ich brauche nur den perfekten Abschluss. Komm uns bald besuchen. Du sagst, ihr habt zusammen gewohnt, richtig? Vielleicht an den besten WG-Partner der Welt. Süß. Ja, natürlich. Die ganze Zeit mit Antonio im Kinderzimmer zu verbringen, war wirklich schön. Ich finde das immer noch so unfair und mobbinghaft, dass Mirabelle einfach im Kinderzimmer bleiben musste. Man hätte ja zumindest irgendwie das Kinderzimmer ihr entsprechend einrichten können oder so. Und fertig. Ich schicke den Brief sofort ab. Oh, das hätte ich fast vergessen. Während ich die Kapibaras studierte, erfuhr ich von Eve etwas über die Affen im Land der Uralten. Sie hat mir gezeigt, dass sie verrückt nach Nachtig sind. Vielleicht könntest du versuchen, sie mit denen zu füttern, die ich von Remy bekommen habe. Okay, super. Dann ist das schon mal erledigt mit den Kapibaras. Das waren jetzt 8 Minuten. Das heißt, wir können jetzt definitiv noch mit Gaston anfangen. Das ist kein Problem. Ja, mit Rapunzel können wir tatsächlich noch nicht weitermachen. Ich hatte sie tatsächlich auf Level 10 schon gebracht. Aber ich muss mit Remy hier auf der Insel der Ewigkeit einen Fortschritt erzielen. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich irgendwie das Cheremie da aufbauen muss. Davor liegt ein Zettel. Wahrscheinlich muss ich den Zettel aufheben. Achso, falls ihr was im Hintergrund hört, ich habe meine Waschmaschine eben angemacht. Es kann sein, dass ihr die schleudern hört. Die ist zwar, also eigentlich dürftet ihr die nicht hören, aber für den Fall das. So, sie nach Gaston, genau. Und zwar war es ja so, dass wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, ich weiß es leider nicht mehr, hat Gaston ja etwas Zeit für sich gebraucht, bevor er uns mit dem Skarabäus-Schlüssel weiterhilft. Und ja. Hallo Gaston, wie geht's dir? Herr Gaston, hast du deine harte Naturbetrachtung durchgeführt? Wie geht es dir? Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, alles Gerede über Gefühle zu ignorieren, Mine. Hast du auch das andere Skarabäus-Teil gefunden? Bisher nicht. Gibt es denn Hinweise auf die andere Hälfte des Skarabäus-Schlüssels? Jafar sagte, er könnte im wilden Dschungel sein. Der Täuschungszauberer könnte recht haben. Ich habe jeden Zentimeter der Dünen durchkämmt und die andere Hälfte noch nicht gefunden. Ich habe eine Idee, Mine. Ich habe einmal ein blondes Mädchen im wilden Dschungel herumrennen sehen. Vielleicht kann das Dschungelmädchen helfen. Oh, du meinst Rapunzel? Ist das ihr Name? Das eine Mal, als ich sie sah, warf sie einen Blick auf Kokosnussleafu und rannte davon. Ich kann es ja nicht verübeln. Naja, dann gehe ich wohl als nächstes zu ihr. Ich komme mit dir. Du brauchst jemanden, der so charmant ist wie ich, um für dich mit den Leuten umzugehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was? Warum denn nicht?
Eigentlich habe ich noch etwas, das nur du tun kannst. Ich wette, ich finde bald das andere Skarabäus-Teil und dann geht es ab ins Gewölbe. Wir brauchen ein paar Vorräte fürs Abenteuer. Kannst du etwas zum Essen und Trinken für uns einpacken? Du musst mit Jafar reden und einen Hinweis darauf bekommen, was uns in der Höhle erwartet. Ich glaube, er ist sich ein bisschen zu fein, um Essen vorzubereiten etc. Deswegen hier. Der Täuschungszauberer wird bei meinem intensiven Verhör zusammenbrechen. Toll, das höre ich gern, Gaston. Keiner bereitet sich so gut auf Abenteuer vor wie Gaston. Toll, ich melde mich dann wieder, sobald ich mit Rapunzel im wilden Dschungel geredet habe. Ja, Mirabelle wird uns jetzt kurz ein bisschen begleiten. Für den Sternfahrt. Deswegen einfach ignorieren. Wo ist Rapunzel denn schon wieder? Ach, guck mal, die läuft hier vorne rum. Die habe ich nämlich mitgeschleppt zum Kürbisse abbauen. Mine, hallo. Es ist so toll, dich zu sehen. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja, ich bin auf der Suche nach einem magischen Gegenstand. Vielleicht liegt er schon seit einiger Zeit im wilden Dschungel rum. Oh, was ist das für ein Gegenstand? Könnte es ein Teil eines meiner Projekte sein? Die Hälfte eines Skarabäus aus Messing oder einem ähnlichen Metall. Ich glaube nicht, dass ich jemals so etwas gefunden habe. Aber es gibt eine Stelle im Hain. Ich höre dort immer das Summen vieler Insekten, aber er ist schon seit langem blockiert. Skarabäen sind Käfer, oder? Vielleicht bedeutet das etwas. Ein guter Anhaltspunkt. Wie spannend. Du lüftest wirklich ein Geheimnis. Ich denke, ich werde mir das mal ansehen. Ich bin so neugierig. Bitte sag mir, was du findest. Klar, ich kann ein paar Fotos für dich machen. Dann kannst du es selber sehen. Viel Glück, Mine. Danke. Nach dem ganzen Ärger mit dem Juwel der Zeit wird das sicher kein Problem. Auf Wiedersehen. Finde die Insektenschwärme im Hain. Ja, die sind da ja. Die kennen wir ja schon. Da standen wir jetzt schon ein paar Mal vor. Und, ich hatte immer so ein bisschen Angst. Wo stehen die denn nochmal? Achso, hier habe ich das. Ah, ja. Stimmt, hier hatte ich den Kram zugestellt. Das war meine Schuld. Ich glaube, die waren hier oben. Die waren auf jeden Fall irgendwo in der Nähe von Rapunzels Turm. Da. Hab sie. Diese Insekten haben etwas zu verbergen, aber wie wird man sie wieder los? Mach ein Foto von den Insekten und zeige es Rapunzel. Vielleicht hat sie eine Idee. Falsches Ding. Oh mein Gott, Mirabelle. Kehre zu Rapunzel zurück. Wo ist sie? Im Innenhof, okay. Ja, hier vorne liegt nämlich ein Zettel. Und ich gehe stark davon aus, dass der damit zu tun hat, das Jeremy wieder aufzubauen. Deswegen werden wir das später machen. Hallo! Hattest du Glück bei der Suche? Naja, ich habe diese seltsamen Sockel gefunden, auf dem es vor Käfern nur so wimmelt. Hier, ich habe ein Foto gemacht. Oh, lass mich mal sehen. Der Schwarm sieht aus, als wäre es lauter Skarabäen. Es ist seltsam, dass sie hier im Dschungel sind. Normalerweise bleiben sie in der Wüste. Es ist auch seltsam, dass sie so ausschwärmen. Ich frage mich, ob sie durch die Magie deines Skarabäus-Schlüssel von der Wüste weggelockt wurden. Normalerweise, die Frage ist nur, wie werde ich sie los? Der Schwarm ist im Moment zu dicht. Hast du schon mal von fleischfressenden Pflanzen gehört, Mine? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du bist so klug. Hier gibt es viele fleischfressende Pflanzen. Es gibt die Venusfliegenfalle und die Kannenpflanze. Wenn du genug von ihnen sammelst, kannst du ein paar fleischfressende Blumenarrangements herstellen. Wenn du sie dann neben den Sockel stellst, werden sie sich sicher um den Skarabäus-Schwamm kümmern. Fantastisch, danke Rapunzel. Ich frage mich, was ich heute malen werde. Ja, was malst du halt wohl, gell? Ja, also von den Blumen müsste ich definitiv mehr als genug haben. Ich muss hier unbedingt mal aufräumen, ey. Unter Möbel? Da. Süß, was ist das denn? Geht hier noch gar nicht. Ach so. Ich hatte mir übrigens das Set von Rapunzel. Hier. Hier, Bündel Sternennacht hatte ich mir gekauft. Das sind ja nur
die Sachen. Die Traumbündel und so, das haben wir ja schon alles. Nein, nicht in den Mondsteinen. Nein, ich will nicht auf die Mondsteine. Die Traumbündel haben wir ja und das Bündel Sternennacht war ja nur das mit der Deko, Traumstil und sowas. Das hatte ich mir jetzt auch geholt gehabt. Ja, und der neue Sternpfad ist halt drin. Und ein paar neue Sachen generell sind halt auch drin. Bündel, hey, das wollte ich mir noch holen, aber ich habe gerade nicht die Mondsteine dazu. Das Kleid ist total toll von Ariel. Das habe ich zwar noch nicht angezogen, aber es ist wunderbar. Sieht wunderschön aus, dieses Kleid, ohne Witz. Gut, ja. Dekoriere den Gegenstand fleischfressendes Blumenarrangement in der Nähe von des von Käfern befallenen Sockel im Hain. Okay, mache ich. Dann machen wir mal hier die Kristalle weg. Oh, war da nicht irgendwas mit wegen 55? Ja, die zählen nämlich auch hier, diese Kristalle. Beim Sternpfad. Cool. Dann stellen wir die mal hin. Einmal hier hin und einmal dahin. Das ist doch hübsch. Jetzt müssen wir nur noch warten. Das könnte eine Weile dauern. Sieh nach Gaston, wie er mit seiner Aufgabe zurechtkommt. Hallo, Gaston. Wie geht's dir, Gaston? Sehr gut. Ich kehre auf den gastonischen Weg zurück. Das ist großartig. Das ist es, nicht wahr? Jetzt musst du nur noch das Gewölbe des Täuschungszauberers finden und mir den Schatz besorgen. Wie läuft die Jagd? Ich arbeite daran. Ich habe fast das andere Stück des Schlüssels. Rapunzel war mir bisher eine große Hilfe. Hast du deinen Teil der Vorbereitung für unser Abenteuer abgeschlossen? Eigentlich. Ich dachte, anstatt mit dem Täuschungszauberer zu reden, trainiere ich lieber meine Muskeln, um ihm zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Als du gesagt hast, du würdest helfen, hast du also genau das Gegenteil getan? Nein, zu protzen ist immer hilfreich für mich und alle, die mich beobachten. Ich schätze, du wartest hier und ich hole dich, wenn ich beide Teile des Schlüssels habe. Die Pflanzen sollten die Insekten inzwischen gefressen haben. Kehre zum Sockel im Hain zurück. Dann gucken wir mal, ob die schon gefressen worden sind. Es ist auf jeden Fall frei. Du hast das Skarabäus-Teil des Dschungels gefunden. Hebe das, den Skarabäus-Schlüssel auf. Dieses Skarabäus-Teil ist völlig verrostet. Vielleicht weiß Jafar, wie man es restaurieren kann. Sprich mit Jafar in einer Holostation. Okay. Hier ist eine. Hallihallo. Ah, Mine. Wie ich sehe, entwickelt sich mein Plan vorzüglich. Du hast den zweiten Teil des Skarabäus gefunden. Nicht dank dir. Mine, meinst du nicht, dass, wenn ich dazu fähig gewesen wäre, nach den Skarabäus-Teilen zu suchen, ich das nicht schon längst getan hätte? Ich denke, das ergibt irgendwo Sinn. So oder so, wir haben ein Problem. Dieses Teil des Skarabäus sieht sehr mitgenommen aus. Der Dschungel hat ihm ziemlich zugesetzt. Ich denke nicht, dass es so mit dem anderen Teil zusammenpasst. Richtig, das ist ein Problem. Vielleicht kann in etwas vorübergehende Magie es richten. Hast du Zugriff zu einem Tisch der Zeit, Traumscherben und einer Quelle von Nebel? Ich meine, dass du mit den beeindruckenden Kräften, die du gebildet hast, die Skarabäus-Teile in ihren Ausgangszustand versetzen kannst. Naja, ein Versuch ist es wert. Hier, nimm diese Pläne und nutze sie. Okay. Super. Ich warte auf deinen Erfolg. Ja, ich auch. Untersuche die Blaupause in deinem Inventar. Ja, ist nicht übersetzt. Repariere das Teil des Dschungels am Tisch der Zeit. Der einzige Tisch der Zeit, den ich hier stehen habe, ist, ja, da am Anfang. Aufgabe, Skarabäus-Stück des Dschungels. Herstellen. Cool. Sprich mit Jafar über den nächsten Schritt. Okay, mache ich. Endlich, mein Plan ist aufgegangen. Das Juwel der Zeit ist zum Greifen nah. Wir stehen kurz davor, alles wieder richtig zu stellen, was die Insel der Ewigkeit bedroht hat. Gern geschehen. Du willst nach jedem Schritt eine Bestätigung? Wie ermüdend. Bevor du dich jedoch auf den Weg machst, ist es wichtig, dass ich dir die folgenden Informationen mitteile. Nur ein ungeschliffener Diamant darf mein Gewölbe betreten.
Armer Gaston. Lass dich von seiner Enttäuschung nicht ablenken. Jafar, ich komm doch rein, oder? Oh, Mine, falsche Bescheidenheit steht dir nicht. Berühre die beiden Teile des Garabios-Schlüssel und er wird dich zu meinem Gewölbe führen. Ein tolles Sicherheitssystem. Das Juwel der Zeit ist unbezahlbar, Mine. Ich muss es beschützen. Na gut. Ich werde Gaston die schlechte Nachricht überbringen und mich auf den Weg machen. Warum erzählst du es ihm überhaupt? Geh doch einfach rein und sag, ja, du hast geschlafen. Es ist soweit, das Gewölbe des Zauberers erwarte dich. Sprich mit Gaston, wenn du bereit bist, den Scarabeus-Schlüssel zusammenzusetzen. Ja, ich bin soweit, den Scarabeus-Schlüssel zusammenzusetzen. Steht er immer noch da unten in seinem Gastonia? Ja, steht er immer noch. Oh, ich habe Hunger. Wir waren gestern Abend noch bei meinen Schwiegereltern, weil meine Schwiegermutter hatte Bluff gekocht und hatte zu viel gekocht. Und da die heute zum Grillen eingeladen worden sind, hat sie gefragt, ob wir den haben wollen. Wir sind dann gestern Abend noch dahin gefahren und eigentlich wollten wir dann nach ein bisschen quatschen etc. und ein bisschen Karten spielen, wollten wir dann wieder fahren, aber mir ging es gestern Abend dann nicht so gut, deswegen sind wir dann da geblieben. Und ja, ich habe jetzt quasi einen ganzen Riesentopf voll Bluff zu Hause und ich esse das gleich und ich freue mich und heute Morgen gab es Blinis. Also, ja, russische Pfannkuchen. Bitteschön. Ist es an der Zeit für unsere Schatzsuche? Ja, aber ich fürchte, ich habe zuerst eine schlechte Nachricht für dich, Gaston. Ach, liegt es daran, dass deine mickrigen Arme nicht die gleiche Menge an Schätzen tragen können wie ich? Okay, ich fühle mich nicht mehr schlecht. Was laberst du da? Nun, du hast die Tendenz, stark auf Dinge zu reagieren. Das ist langweilig. Bau den Scarabeus zusammen. Aha, es geht los. Dem Scarabeus hinterher. Okay. Folge den Spuren des Scarabeus. Hier, fliegt doch. Von Gastons Lager aus. Ja. Flieg, kleiner Scarabeus, flieg! Achso, interagieren. Die Wunderhöhle! Sieht voll cool aus. Beeindruckend. Und dieser Schatz wird bald mir gehören. Wenn sie von einem riesigen Katzenkopf bewacht wird, müssen die Reichtümer darin von enormem Wert sein. Gaston, ich muss wirklich mit dir reden. Jetzt? Kann das nicht warten, bis wir drin sind? Ich versuche dir die Nachricht schonend beizubringen. Du kannst Dinge nicht sanft brechen, Mine. Wenn du sanft bist, gehen sie nicht kaputt. Tut mir leid, Gaston, aber du kannst mir nicht mit mir ins Gewölbe kommen. Was? Und außerdem, warum? Es ist Teil der Magie des Gewölbes. Nur ein ungeschliffener Diamant kann es betreten. Und? Du bist nicht reinen Herzens genug, um einzutreten. Die Magie würde dich zurückweisen. Ich verstehe. Wirklich? Ja, natürlich. Ich bin eindeutig kein ungeschliffener Diamant. Ich bin mehr ein Geweih, das auf einer edlen Mahagoni-Tafel montiert ist. Wenn das bedeutet, dass du dich nicht mit mir anlegen willst, okay. Du würdest mich in einem Kampf eh nicht besiegen. Ich bin der Beste im Wrestling. Na, dann gehe ich mal rein. Bring eimerweise Schätze für mich mit. Mirabel, kannst du mir gerade einen Gefallen tun? Geh mal kurz weg. Ach, guck mal, cool. Passend. Ich wollte ein Foto von der Wunderhöhle machen. Das ist ein cooles Foto. Gut. Betritt die Wunderhöhle. Betreten. Erstmal einen Schluck noch trinken. Erforsche die Wunderhöhle. Mami, ich habe Angst. Kann man die Wunderhöhle danach nochmal betreten? Oh. Laser? Ich finde das cool, wenn die Wunderhöhle bleibt.
Willkommen in meiner Wunderhöhle, Mine. Der Ort sieht unglaublich aus. Vielen Dank, ich habe mich bemüht, dem Original so nah wie möglich zu kommen. Hast du das alles selbst gemacht? Ja, das habe ich. Obwohl es der ursprünglichen Wunderhöhle aus meiner Vergangenheit nachempfunden ist, gibt es hier sehr wichtige Unterschiede. Wie du sicher siehst, konnte ich die innere Struktur anpassen. Am wichtigsten ist, dass ich die lächerlichen Beschränkungen, was berührt werden darf und was nicht, abgeschafft habe. Damit ich Gaston einen Schatz mitbringen kann? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum du das willst. Der Zweck meiner Höhle ist es, das Juwel der Zeit zu schützen. Welche Art von Schutzmaßnahmen hast du eingerichtet? Oh, nichts, was derjenige mit einem scharfen Verstand stören sollte. Diejenige, Entschuldigung. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Amine, ich nahm an, dass ein intellektuelles Niveau eine solche Hilfestellung erfordern würde. Meine Güte! Die magischen Strukturen in der Höhle drehen sich alle um die Zerstreuung von Licht. Ja. Ich bin nicht so gut in Physik, gell? Also ich wollte es nur gesagt haben. Ich bin eher so Biologie-Richtung, also... Ich kann dir gerne eine komplette, hier... Vererbungstafel aufschreiben, aber bei Physik kannst du vergessen. Ich hatte das Thema Ottomotor fünfmal und ich weiß bisher immer noch nichts, außer dass es Ottomotor heißt. Um den Bereich herum können Spiegel angebracht werden, um das Licht umzulenken und auszurichten. Darüber hinaus gibt es einige Geräte, die, wenn sie mit Energie versorgt werden, Licht aus neuen Quellen erzeugen. Okay, ich denke, ich kann damit arbeiten. Ausgezeichnet. Ich bleibe jederzeit kommunikationsbereit, falls du weitere Hilfe benötigst. Denk daran, du wirst das Juwel der Zeit in den tiefsten Tiefen der Höhle finden. Okay. Der Weg nach vorne ist durch ein magisches Tor versperrt. Finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Optional frage Jafar nach Hinweisen. Okay, dann gucken wir uns erstmal hier alles an. Also hier ist ein Hebel. Wenn ich den drücke, was passiert? Der Spiegel hier dreht sich. Okay, ich gehe mal davon aus, dass dieser Spiegel dafür da ist, das da drauf zu bummern. Okay, der Spiegel da kann nicht bewegt werden. Da komme ich so nicht durch. Okay, dann machen wir mal hier was auf. Okay, also, das sieht auf jeden Fall schon mal mega geil aus, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist ein Dingens. Ich würde mal behaupten, dass das... hier kann ich was abhaken. Abhauen. Entschuldigung, nicht abhaken. Hier ist ein Beutelchen drin. Schön. Was ist im Beutel drin? Ein kleiner Haufen Reichtum. Ja, danke schön. Ist das das, was ich Jafar mitbringen soll? Das ist übrigens eine Sache, die in Aladdin keinen Sinn ergibt. In der Wunderhöhle heißt es ja von wegen nur die Lampe darf berührt werden und nur der ungeschliffene Diamant darf rein. So. Aladdin nimmt Apu mit. Der zählt ja dann nicht als nicht ungeschliffener Diamant. Ja. Aber als Apu das Juwel berührt, stürzt die Wunderhöhle ein. Beziehungsweise werden die... Ja, passiert das halt. Warum durfte Apu dann überhaupt mit rein, wenn er dann doch anscheinend zählt? So. Das wollte ich jetzt nur gesagt haben. Das Tor ist geöffnet. Dringe tiefer in die Wunderhöhle. Okay, cool, weil ich eben schon den Hebel betätigt habe, haben wir es jetzt schon geöffnet. Dringe tiefer in die Wunderhöhle ein. Ich brauche was zu essen. Okay. Hier ist anscheinend noch so ein Dings. Durchquere das nächste Tor, aktiviere die erste Lichtschranke, aktiviere die zweite Lichtschranke. Optional frage Jafar nach Hinweisen. Hier ist eine Dings. Cool. Ich dachte, vielleicht kann ich das zerbrechen. Aha, hier ist noch eine Kiste.
Da ist Geld drin. Okay. So, das ist offen. Komme ich da runter? Ja, das ist eine Treppe. Hierfür brauche ich wieder so eine Dings. Gehen wir erstmal hier runter. Ich gehe mal davon aus, dass ich den hier dann hoch machen muss, weil ich den anderen eben runter machen musste. Bisschen Abwechslung muss ja sein. So. Ist hier noch irgendeine Kiste oder so? Das sah so aus, als könnte man dahinter laufen. Mann, nee. Hier noch was? Nee. Aber da ist noch eine Kiste. Okay. Hier muss ich anscheinend eine Verbindung zum Strom herstellen. Okay. Und noch eine Kiste. Die öffnen wir jetzt zuerst und dann gucken wir uns das Rätsel da mal an. So, was ist hier drin? Ein mittelgroßer Haufen Reichtum. Kriegen wir auch noch einen großen Haufen Reichtum? Oder ist das doof? Lesen. 0% aufgeladen. Okay. So, kann ich das hier drehen? Ja, ich kann die Dinger drehen tatsächlich. Jetzt steht da, zu 25% aufgeladen. Okay. Ja gut, ich muss die Dinger dann ja eigentlich nur so drehen, dass überall eine Verbindung ist. Ja, das ist ja dann eigentlich einfach. Und hier noch. Ich wollte nicht da drauf stehen. Ja, jetzt ist das Ding aufgeladen. Super. Prima. Hört ihr die Hintergrundmelodie? Ich weiß, dass die aus Aladdin ist, aber das hört sich irgendwie. Das hat gerade von mir so richtig Harry Potter Vibe. Stein der Weisen. So, wo muss ich das Ding jetzt einsetzen? Da, genau. Interagieren. Hier. Was ist denn das da oben? Ach, hier ist auch noch eine Tür. Ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist ja schön, dass ich das erst jetzt sehe. Aber gut. So. Hier ist ein Spiegel. Den muss ich wahrscheinlich aufheben, so wie der glitzert. Ja. Gut, den haben wir dann jetzt auch. Hier ist ein Hebel. Der Spiegel ist aber nicht da drauf. Okay, der Spiegel geht da weiter jetzt. Super. Passt. Okay, ich muss anscheinend da runter. Aber wie? Komme ich hier irgendwie dahin? Ach so, ja, hier. Okay, gut. Das habe ich nicht gesehen. So. Ah, und da oben muss ich dann wahrscheinlich den Spiegel dran bappen. Moment, ich will jetzt gerade noch einmal gucken, ob hier irgendwas ist, was ich eventuell übersehen habe. Nee. Eine Kiste ist hier auch nirgendwo mehr, oder? Ich glaube nicht. Nee. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass ich dann hier oben, wo das Licht ist, dass ich hier den Spiegel hinpappen muss, damit das da weitergeleitet wird. Hier? Spiegel dran. Tor ist offen. Ja, genau. Dann kommt das dahin und das kommt dann dahin. Super. Dann gehen wir mal weiter. It's vibration. My Waschmaschine, it's vibration. Hallo? Echo! Sieht gar nicht wie eine Falle aus. Du hast es gefunden, nimm das Juwel der Zeit vom Sockel auf. Okay. Aha, hier ist noch eine Kiste. Ich wusste doch, hier muss noch irgendwo eine Kiste sein. Einmal öffnen, bitte. Und da ist da wahrscheinlich ein großer Haufen Reichtum drin.
Ja. Schön. Passt eigentlich ja voll zu Dagobert, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich nicht mehr zurückkomme. Okay. Hi! Und? Werde ich sterben? Du hast das Juwel der Zeit aus dem funkelnden Dünen erhalten. Verlasse die Wunderhöhle. Okay. Dann raus da. Ich sprich mit Gaston. Hi, na? Mine, du bist zurück. Ja, Mission erfüllt. Du hast du mir einen Schatz mitgebracht? Ausgezeichnet. Ich habe den besten Schatz mitgebracht. Akzeptanz. Soll das witzig sein? Ich weiß nicht, ich amüsiere mich ziemlich. Das kann also ich sein. Aber Kopf hoch, ich habe das Juwel der Zeit gefunden und kann bald die Insel der Ewigkeit retten. Ich nehme an, das sind gute Nachrichten. Was wirst du jetzt machen? Nun, ohne Schatz muss ich etwas anderes tun, um die Bewunderung der Leute hier zu gewinnen. Sobald ich mit den Zeitrissen fertig bin, habe ich große Pläne für die Insel der Ewigkeit. Du kannst sogar das Landesinnere besuchen, wenn du willst. Ich werde es in Betracht ziehen, aber Gastonia wird immer die Attraktion sein, zu der alle kommen. Obwohl es ziemlich dürftig aussieht. Ich hatte große Pläne, bevor ich vom Täuschungszauberer abgelenkt wurde. Das ist es. Ich werde meine Pläne wieder aufnehmen. Besuche mich später. Ich werde dann Hilfe für einige Projekte benötigen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hier, du solltest Kokos und Slifu haben. Ich brauche ihn nicht mehr. Es nicht mehr. Yay! Ich werde ihn in Ehren halten. Danke. Du solltest ihn mit Respekt behandeln. Meine beeindruckende Handwerkskunst sollte bewundert werden. Mach dir keine Sorgen, Gaston. Du und Kokos und Slifu werden hier ein Zuhause finden. Ich habe so Bock, gerade ehrlich gesagt, so einen Schrein zu machen. Muss sie da jetzt bleiben? Kann ich die immer wieder betreten? Kann ich die umsetzen irgendwie so ein bisschen? Weil die stört mich dann. Dezent. Aber nur dezent. Nur ganz dezent stört die mich. Ich soll mit Jafar reden. Habe ich hier eine Hologrammstation? Nee, habe ich nicht. Sollen wir das jetzt so... Ist die Aufgabe beendet oder... Ja, komm, wir sprechen jetzt gerade noch einmal mit Jafar. Dann ist das auch erledigt. Soweit ich weiß, können wir den nämlich eh noch nicht zu Ende machen. Sollte ich ihn tatsächlich jetzt zu Ende machen können, was ich nicht glaube, weil davon nichts stand im Update, dann werde ich Cut setzen. Hi. Ah, du hast alle drei Juwelen der Zeit gefunden. Du hast lang genug gebraucht. Ich warte schon seit einer Ewigkeit. Willst du noch eine weitere Ewigkeit warten? Oh je, ist das eine Drohung? Nein, aber ein Dankeschön wäre nett. Mach dir keine Sorgen. Deine Belohnung wartet auf dich, wenn du die Zeitanomalien aus dem Palast entfernst und mich von diesem Ort befreist. Wie ich sehe, hast du die Zeitanomalie beseitigt, die dir den Weg durch die Wüste versperrt. Du solltest keine Probleme haben, mich zu erreichen. Sobald du den Palast erreicht hast, konzentriere die Magie deiner Sanduhr auf die Wunde der Zeit vor dem Palast. Und beeil dich, deine Belohnung wartet auf dich. Deine ewige Belohnung. Interagiere mit der Zeitanomalie vor der Tür zum Jafars Palast. Soweit ich weiß, können wir den auch nicht fertig machen, weil Jafar sollte erst am im Sommer irgendwann kommen, also Sommerende. Wenn ich mich nicht täusche. Hier? Interagieren. Hä? Endlich treffen wir uns leibhaftig. Ich hoffe, du hast eine gute Belohnung, mich. Hey, bester Freund, keine plötzlichen Bewegungen. Oh, bitte, nach all der Zeit, die wir zusammen gearbeitet haben, vertraust du mir nicht? Nein, definitiv nicht. Schade, ich hatte gehofft, du könntest mir bei einer weiteren Aufgabe helfen. Worum geht's? Es gibt etwas, das tief unter der Insel verborgen ist. Ein Relikt von unermesslicher Macht. Es heißt der Funke der Vorstellungskraft. Was ist das? Ich habe nur die Legenden gelesen, aber es heißt, dass es der erste Funke der Inspiration war, der die Schöpfung dieser Welt vorantrieb. Du meinst, es ist die Magie hinter dem Dreamlet Valley?
und der Insel der Ewigkeit. Die Dreamlight-Magie kann sehr wohl aus diesem einen alten Relikt stammen. Lass mich raten. Du willst, dass ich es für dich hole. Sehr scharfsinnig, Mine. Nur jemand, der die Sanduhr besitzt, kann ihn erreichen. Ich fürchte, der Weg ist in der Zeit verloren. Nachdem du dich in der Wunderhöhle bewiesen hast, bin ich zuversichtlich, dass du deinen Weg finden wirst, ohne dich völlig zum Narren zu machen. Du hast es sogar geschafft, all meine Rätsel zu lösen, ohne nach einem einzigen Hinweis zu fragen. Sehr beeindruckend. Naja, die waren jetzt auch nicht wirklich schwer. Wofür genau brauchst du denn den Funken der Vorstellungskraft? Warum musst du so viele Fragen stellen? Tja, das liegt in meiner Natur. Ich bin ADHSler, ich hinterfrage generell alles. Und ja, weißt du, das ist halt so. Ich bin neugierig. Ja. Ich werde nicht noch einmal meinen Hals riskieren ohne eine Erklärung. Du wirst auf jeden Fall etwas Böses damit anstellen, nicht wahr? Ich werde nicht noch einmal meinen Hals riskieren. Ah, wenn du es unbedingt wissen willst, mit dem Funken der Vorstellungskraft würden sich Raum und Zeit meinem Wunsch beugen. Endlich könnte ich die Welt so gestalten, wie sie sein sollte, und mich an Aladdin rächen. Natürlich wird es für dich, meinen bescheidenen Diener, immer einen Platz an meiner Seite geben. Okay, jetzt helfe ich dir definitiv nicht weiter. Ach, dann werde ich wohl alles selbst machen müssen. Gib mir die Sanduhr, sie gehört rechtmäßig mir. Nein. Kannst du ihn einsperren? Oh, wie süß. Ich finde das total toll, wie Rapunzel da steht. Jafar ist verschwunden, aber du hast das Gefühl, dass er zurückkommen wird. Sprich mit Merlin. Lesen. Die Tür zum Palast ist von der anderen Seite aus verriegelt. Es scheint, als hätte Jafar sich ins Innere zurückgezogen. Ja, genau. Cool, und hier ist eine Kiste. Die öffnen wir jetzt mal. Oh, ein Kern, Stufe 1, wovon ich schon 20 Stück habe. Sprich mit Merlin. Wo ist Merlin? Ist Merlin hier? Ja, Merlin ist hier. Prima. Ja, dann quatschen wir mal kurz mit dem. Du stehst im Treibsand übrigens. Mine, wie ich sehe, hast du es geschafft, den Riss in der Zeit um den Palast herum zu flicken. Ja, ich befürchte, das bedeutet, dass Jafar frei ist. Nicht ganz. Ich glaube, er ist im Palast eingesperrt. Eingesperrt? Wie meinst du das? Jafar hat versucht, mir die Sanduhr wegzunehmen, aber Rapunzel, Gaston und Eve hat das nicht gefallen. Eve hätte ihnen beinahe eine Kostprobe ihrer Laserkanone gegeben. Jafar ist verschwunden. Ich vermute, dass er sich im Palast versteckt, der so eine Art Festung für ihn ist. Aber davor sagte er, dass er hinter etwas her ist, das sich Funke der Vorstellungskraft nennt. Funke der Vorstellungskraft? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Jafar sagte, dass es irgendwo unter dieser Insel liegt und dass es nur jemand mit der Sanduhr es finden kann. Oh, und er sagte auch, dass es ihm die Macht geben würde, Raum und Zeit zu kontrollieren. Die Kontrolle über Raum und Zeit? Dann haben wir keine andere Wahl. Wir müssen ihn aufhalten. Was auch immer dieser Funke der Vorstellungskraft ist, wir müssen ihn finden, bevor Jafar es tut. Aber wo fangen wir an? Wo so viele gute Abenteuer beginnen? Mit einem Besuch in der Bibliothek. Ich muss etwas recherchieren. Das wird eine ganze Weile dauern. In der Zwischenzeit enthülle weiter die Geheimnisse der Insel der Ewigkeit und sorge dafür, dass es sich wieder nach einem Zuhause anfühlt. Ich frage mich, ob der Funke der Vorstellungskraft etwas mit der Magie der Reiche zu tun hat. Du solltest versuchen, dich in eins der Reiche zu begeben und deine Sanduhr zu benutzen, um dort zu suchen. Wer weiß, was du alles finden oder was du alles daraus machen könntest. Ja. Genau. Jafar ist soweit jetzt fertig. Anscheinend haben wir gerade eine Aufgabe von Dings bekommen. Ja gut. Jafar ist jetzt fertig. Erstmal zumindest. Erstmal kann jetzt nichts weitergemacht werden, da, ja, das Update halt auch einfach noch nicht da ist von Jafar. Das kommt erst Ende des Sommers, soweit ich das gelesen habe, oder Anfang Herbst, irgendwie so um den Dreh, kommt das erst. Aber das hält uns ja nicht sonderlich auf. Also, ich werde mir jetzt wahrscheinlich Gaston schnappen, mit dem ein bisschen aufleveln, den auf Level 10 bringen. Und dann, ja, werden wir in den nächsten Folgen mit Gaston weitermachen, mit Rapunzel weitermachen. Und wenn Rapunzel und Gaston fertig sind, dann fangen wir damit an, weiterzumachen. Da Daisy ja auch drin ist, Daisy und Oswald, die sind jetzt beide drin. Oswald vom DLC, Daisy vom Hauptspiel. Und die beiden werden wir dann auch reinholen, wenn Gaston und Rapunzel soweit fertig sind. Gut.
Wahrscheinlich kommt dann erst Daisy und dann erst Oswald zum Schluss. Gut, dann war es das jetzt von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!